meine Lieben, wie ihr sehen könnt, entschuldigt, bin ich gerade dabei, meine eigenen Nägel neu zu machen. Ich habe mir die Finger schon vorbereitet, Nagelhaut und so weiter und so fort und bin jetzt gerade noch dabei, die restlichen zwei Material abzunehmen. Beim Feilen hat sich gerade ergeben, dass sich mein Naturnagel vom Tipp löst und deshalb habe ich jetzt den Tipp komplett abgemacht und werde nur den Naturnagel befeilen und auf dem Naturnagel die Verstärkung machen. Das heißt, da kommt jetzt kein Tipp drauf. Von der Länge passt das gerade schön ins Konzept, so wie ich es haben möchte. Und deshalb mache ich jetzt so weiter. Ich habe das Problem mit meinen Fingernägeln, dass die einfach ab einer gewissen Länge sich stark nach innen formen und sich dann vom Gel bzw. ja doch vom Gel und Tipp lösen. Mehr feile ich jetzt erstmal nicht, nicht dass er mir noch gänzlich abbricht. Da er, wie ihr seht, noch ziemlich weich ist. War ja auch eine Weile jetzt Gel drauf und deshalb, ja, das wissen wir ja alle, dass wenn ich die Gelnägel abmache, keine hammerfesten Stahlnägel habe. So, jetzt mache ich aber wirklich den, feile mir den in Form und hole euch dann wieder zurück. Der nächste wichtiger Schritt bei meinen Nägeln ist einfach das Benutzen von einem Ultrabond Primer. Ich benutze den von Achetini und bin sehr zufrieden damit. Ihr habt den Rauswuchs gesehen, den ich euch gezeigt habe. Das ist Ergebnis, wenn ich den Ultrabond Primer benutze. Und als nächstes benutze ich das Julifine Grundiergel aus der Base Pureline 4 Plus Serie. Auch das habe ich euch schon erzählt. Und auch damit komme ich sehr, sehr gut zurecht. Ich habe mir jetzt die Abendstunden für die Nägel ausgesucht, da es einfach kühler ist und die Gele nicht ganz so schnell laufen. Selbst mein heißgeliebtes Bildergel von der Nicole Weiss ist etwas flüssiger als gewohnt gewesen. Aber ja, auch kein Wunder bei 30 Grad und mehr. Jetzt hat es sich schön runtergekühlt. Ich habe auch nebenbei noch einen Ventilator laufen. Und ja, so lässt sich dann doch Nägel machen. Das Ganze kommt jetzt für 60 Sekunden in die Lampe. Da lege ich alle Finger rein, da das Base Gel ja recht dünn aufgetragen wird und nicht wegläuft. Weiter geht's auch schon. Ich trage mir das Einphasengel in zwei Schichten auf.
A, wird es dann nicht so heiß und B, modelliere ich mir dann im zweiten Durchgang den Aufbau. So, das lasse ich jetzt mal ganz kurz anhaben. Da reichen im Endeffekt schon so um die 10 Sekunden, dass das Gel angehärtet ist, damit es mir nicht in die Ränder verläuft, wenn ich die anderen mache. Wegen der Hitze eben. Na, der Außentemperaturen tun auch dem Gel etwas, ja, ich will nicht sagen Schaden, aber es bewirkt schon, dass das nicht ganz so lange standfest ist. Die Kralle schlägt zu. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt überall meinen Aufbau gemacht. Das wird jetzt abgecleanert, in Form gefeilt, dann angebuffert, um einen, na, wie sagt man, feinen Untergrund zu haben fürs Farbgel, dass keine Krater etc. pp. Und Fallsporen zu sehen sind. Genau. Wie ihr sehen könnt, neige ich dazu, die Spitze etwas zu stark zu modellieren. Das feile ich mir jetzt richtig schön aus, mache die anderen Nägel ebenfalls und wenn ich damit fertig bin, kommen wir auch schon zum Farbauftrag. Ich habe von Aretini das Caribbean Blue und da ich keine Hubbeln haben möchte, trage ich das in zwei Schichten auf. Als nächstes von Aretini das Melon mit der Nummer 1042. Auch das kurz anhärten. Jetzt kommt Neon Spring Yellow von Empori.de in die Lampe. Nun das Neon Glitter Sweet Orange, die 1026. Wieder an die Lampe und Neon Glitter Lime. So, das darf jetzt auch noch mal in die Lampe. Dann gibt es überall eine zweite Schicht und dann machen wir weiter. Ausgehärtet sind jetzt alle. Jetzt werde ich mal eine Schicht vom Einphasengel drüber machen. Das noch aushärten, anrauen, damit ich dann die Nägel abmachen kann. Nicht vergessen, nachdem ihr die Schwitzschicht abgemacht habt und Nailart wie zum Beispiel Wraps oder Stamping verwenden möchtet, dann nehmt einen Buffer und glättet euch die Oberfläche schön. Das mögen die nämlich. So, dann zeige ich euch mal, was hier jetzt drauf kommt, nämlich auf den kleinen Finger. Kommt jeweils ein Bambi von diesen hier. Daumen, jeweils ein Flipflop. Dann kleiner Finger, Daumen. Hier kommt ein Stamping auf beide. Und ob ich die verwende, weiß ich auch nicht. Und als nächstes kommt auf den Daumen eine dünne Schicht vom Einphasengel.
Das kommt jetzt sicherlich schon drauf. Ja, es löst sich schon. Ich ziehe es mit meiner Pinzette ab. Setze es auf den Nagel. Ich streife mir auch gleich die Luft raus. Und bevor mir das wieder verrutscht, kommt das jetzt ganz fix an die Lampe zum Anherden. Dann habe ich mich gegen das Damping entschieden und für die Hibiskusblume. Hier ist drauf zu achten, wie ihr sehen könnt, besteht da eine Schutzfolie drüber und die Motive sind schon so haargenau foliert, dass man hier nichts mehr haargenau ausschneiden muss, aber man muss eben diese Folie wegnehmen. Und wieder das gleiche Prinzip wie hier beim Flip-Flop. Zellette, Wasser, Motiv drauflegen. Bisschen andrücken und in der Zwischenzeit ruhig etwas ein Fasengel auf den Nagel. Auch das lasse ich jetzt fix anhärten. Und weiter geht's. So. Recht widerspenstig, muss ich sagen. Aber okay. So. Ja. Gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. Aber die zwei sind noch nackig, da kommen wir aber später dazu. Jetzt nehme ich mir noch mal eine dünne Schicht Einfasengel, trage das überall drüber und lasse das komplett aushärten, damit ich dann auch eine schöne Oberfläche habe für den Versiegler. Das ist nun das Endergebnis. Lange hat es gedauert, es war schön. Nicht zu aufwendig, aber es hat doch seine Zeit gekostet. Ja, mit dem Versiegeln bin ich noch nicht ganz zufrieden, selbst der unter 120 Sekunden in der UV-LED-Lampe aushärten soll, ohne Schwitzschicht, hat immer noch so einen kleinen Film drauf. Nicht immer, aber immer öfter und ja. Ich teste mal, was da am besten hilft dagegen. Ich mache euch dann jetzt noch ein schönes Bild. Sagt danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.